Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten YouTube-Video. Und heute schauen wir uns Karten an. Und nicht Pokémon-Karten, nicht Yu-Gi-Oh!-Karten, sondern Fußballkarten. Ich habe ja letztens am Flohmarkt für 15 Euro... 15? Danke. Danke auch. Einen Ordner, kann man so sagen, eine Mappe von Tops Match Attacks Extra 2012, 2013 angekauft. Auf Verdacht, um auch ein Video zu machen für euch und um auch in diese Nische so ein bisschen einzutauchen. Digga, jetzt habe ich was von der Mappe in der Hand. Um auch in diese Nische ein bisschen einzutauchen. Ich kenne mich jetzt in diese Nische nicht aus. Ich habe nämlich auf Verdacht gekauft. Es waren sehr, sehr viele Goldkarten dabei, wie sich herausgestellt hat. Wie habe ich das rausgefunden? Ich habe mir jemanden gesucht über Instagram, der sich sehr gut in dieser Nische auskennt. Da werde ich euch dann auch noch einen kleinen Teil einspielen. Wir hatten einen kleinen Call, wo ich dann was rausschneide. Das spiele ich euch ein, um einfach euch ein bisschen Mehrwert weiterzugeben, euch zu zeigen, wie ich an so eine Nische rangehe und um einfach zu schauen, habe ich hier Gewinn gemacht oder war das alles Fail und auf was man achten muss. Um das geht es heute in diesem Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Gerne lasst ein Abo da, ein Like und einen Kommentar, würde mich freuen. Und jetzt starten wir direkt los. So, meine Freunde, wir haben jetzt hier die Mappe vor uns. Die habt ihr auch im Flohmarkt-Video vielleicht gesehen. Sonst könnt ihr euch das Flohmarkt-Video nochmal anschauen. Ist das letzte, vor dem natürlich. 2012, 13. Auf das habe ich mal vertraut. Ich wusste jetzt nicht, ob diese Karten wirklich von 2012, 13 sind. Ich kenne mich so ein bisschen bei Fußball aus. Und deswegen wusste ich zum Beispiel, dass jetzt Ter Stegen bei Gladbach, das ist schon eine Weile her, also es ist ziemlich, ziemlich alt, die Mappe, war zum Beispiel hier drin. Und das hat mir halt gesagt, in Anführungszeichen, okay, es ist definitiv schon älter als 5 Jahre, locker, ich weiß nicht, wann er gewechselt hat, aber es ist schon ewig her, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der spielt ja, wo spielt er, bei Barcelona? Barcelona? Ja, ich glaube schon, bei Barcelona. Also nagelt mich jetzt nicht fest, aber bei Gladbach spielt er schon Ewigkeiten nicht mehr. Und dann habe ich mir die Mappe halt so ein bisschen durchgeschaut und habe geschaut, okay, gibt es irgendwelche Spieler wie Haaland zum Beispiel, Lewandowski vielleicht oder irgendwelche Spieler, die sehr, sehr gut wurden in dieser Zeit. Und so habe ich halt überlegt, das war halt meine Vorgehensweise. Gibt es irgendwelche Goldkarten beispielsweise, die glitzern? Und hier waren tatsächlich sehr, sehr viele Legendenkarten dabei, unter anderem Uli Hoeneß beispielsweise, 30 Stück Legendenkarten insgesamt. Ich habe hier noch 3 rausgenommen. Und wie würde ich vorgehen, wenn ich jetzt keinen Kontakt hätte? Ich würde halt einfach am Flohmarkt sehr, sehr schwierig. Ich würde vielleicht Stichpromaten zu Legendenkarten noch am Handy checken, aber du kannst jetzt nicht 30 Karten checken. Entweder ist der Deal weg oder du brauchst halt 3-4 Stunden. In der Nachanalyse kann man das natürlich immer machen, das ist vollkommen klar. Wo kann man das Ganze jetzt checken? Natürlich auf eBay, und ich zeige euch noch ein anderes Tool, das schauen wir uns ganz kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, also grundsätzlich habe ich mir mal die Legendenkarten so ein bisschen angeschaut und mir die Spiele rausgesucht, wo ich mir dachte, okay, die könnten so ein bisschen was wert sein. Wir haben hier Uli Hoeneß beispielsweise und auch noch Bernd Hölzenbein. Aber die zwei habe ich mir mal rausgesucht. Und wie mache ich das? Ganz einfach auf eBay natürlich. Und hier findet man eine sehr, sehr gute Quelle natürlich. Dafür 10 verkaufte Artikel für 2,09 Euro plus Versand. Das heißt, ungefähr 2 Euro wirst du für diese Karte, für diese einzelne Karte bekommen. Bei Uli Hoeneß ist das schon ein bisschen heftiger. Also ich bin da reingegangen, hier 10 verkaufte Artikel, seht ihr. Ihr müsst immer die Last-Sold-Artikel schauen. Wenn es keine Verkäufe sind, wie bei zum Beispiel Uli Hoeneß, kann ich euch zeigen. Hier wurde die einmal verkauft in dieser Variante, man kann es aber nicht genau feststellen. Und hier ist die zweimal angeboten für 14,99 und 12,99. Wenn man dann in eine reingeht, ist auch ein Beobachter drauf. Also hier, wenn du dich bei 10 Euro platzierst, könntest du diese Karte, diese einzelne Uli Hoeneß Karte, je nach Zustand, und der Zustand ist meiner Meinung nach relativ gut, finde ich, sehr gut erhalten, könntest du ungefähr für einen 10er verkaufen, wenn natürlich die Nachfrage da ist. Man sieht durch den Beobachter, es gibt jemanden, der sich dafür interessiert. Er beobachtet hier einen Artikel für 14,99 plus kostenlosen Versand. Wenn du 9,99 kostenloser Versand reingehst, kann sein, dass dieser Beobachter bei dir kauft, je nachdem natürlich. Hier ist es schwierig, einen wirklichen Preis zu finden bei der Karte, bei der anderen war es relativ einfach, und so würde ich mich da einfach durchkämpfen. Eine Sekunde, ich bin jetzt gerade hier bei der Bildschirmaufnahme. Hier ist es relativ einfach, 10 Sales für 2 Euro, du weißt, okay, die Karte ist ungefähr 2 Euro plus 1 Euro Versand wert, der Bernd Hölzenbein. Bei Uli Hoeneß etwas schwieriger, und so würde ich jetzt hier alle teuren Karten, also diese Legendenkarten, würde ich einfach so durchgehen. Und entweder ist dann die Frage, einzeln einstellen oder im Bulk. Und dazu fragen wir jetzt dann unseren Experten, wie er das Ganze sieht, wie er diese Mappe einschätzt. Werde ich jetzt dann gleich mit euch anschauen. Aber noch ein kleiner Tipp, wenn ihr sagt, okay, ich brauche mehr Search-Tools, vielleicht kennt ihr dieses Tool noch nicht, nämlich 130point.com. Da kannst du zum Beispiel hier eingeben, PSA 10 Glurak. Und dann findest du auch Ergebnisse, wie oft es verkauft wurde, wie viel geboten es verkauft wurde, was
der Last Soul Preis ist. Vielleicht kennt ihr das Tool noch nicht, deswegen wollte ich euch hier ganz kurz mal zwischendurch zeigen. 130.com, also .com, Digga, Ösi-Modus aktiv. Englisch ist jetzt nicht so unser Ding. Genau, ich kann Englisch vorne, okay. Auf jeden Fall könnt ihr das auch nutzen. Das ist ein Tool, das ich euch einfach zwischendurch zeigen wollte. Vielleicht kennt es der eine oder andere noch nicht. Kann man auch zur Research nutzen. Und da will ich euch nochmal dazu sagen, wenn ihr eine Research macht, desto mehr Variablen, nenne ich das mal, ihr nutzt, desto besser wird eure Einschätzung zu jeweiligen Karte. Und ich würde jetzt, wenn ich jetzt das ganz neu mache, diese Nische ganz neu mache und ich habe hier eine ganze Mappe, dann würde ich zumindest diese Goldkarten alle mal durchgehen bei eBay, um ein Gespür dafür zu bekommen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder so eine Mappe sehe, er will für die ganze Mappe vielleicht ein 100, da sind lauter Goldkarten drin und pro Karte will er 2 Euro, dann würde ich vielleicht jetzt hier diese Uli Hoeneß Karte picken und sagen, hey, können wir 1 Euro machen, und er würde vielleicht ja sagen, wenn er sich dann nicht so genau auskennt. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde das alles am Anfang, obwohl es sehr mühsam ist, alles durchgehen, nicht weil ich jetzt unbedingt den Mega-Profit rausschlagen will, sondern um mein Wissen in diesem Bereich zu verbessern. Und das ist meistens viel, viel mehr wert wie der ein oder andere Euro, den ihr dann durch die Zeit verliert, rein theoretisch. Versteht ihr, was ich meine? Also einfach das Wissen auch erhöhen. So, in diesem Bereich. Wenn ihr da reingehen wollt, natürlich. Das ist eine spannende Geschichte, aber jetzt schauen wir ganz kurz, was unser Experte zu dieser Mappe sagt, die wir für 15 Euro gekauft haben. Moin René, freut mich erstmal, dass du mir die ganzen Karten geschickt hast. Ich hatte ja deinen Aufruf über Instagram gesehen und wollte natürlich auch direkt helfen. Ich selber bin der Paul, ich kenne mich eigentlich in dem Bereich Fußball ganz gut aus, also sei es Fußballkarten oder auch Fußballtrikots. Ich selber habe auch einen eigenen Fußballtrikot-Online-Shop und sammle auch selber seit Jahren Fußballkarten. Ich kann dir ja gleich mal meine Sammlung schicken, das kannst du natürlich auch fürs Video verwenden. Und das, was du mir geschickt hast, ist praktisch aus der Extra-Reihe. Also das ist immer so ein extra, nochmal ein extra Satz von Karten, wo die neuen Transfers dann drin sind. Das, was du mir geschickt hast aus dem Jahr 2012. Und da sind halt vor allem eigentlich beliebt diese goldenen Karten. Das sind so Legendenkarten, die hast du mir auch geschickt. Kannst du ja auch im Video einblenden. Also das sind diese goldenen Karten, da gibt es auch Beckenbauer und so. Und die haben meistens so einen Wert von 1 bis 2 Euro. Man muss halt sich so vorstellen, ein Päckchen kostet halt auch einfach nur 1 Euro. Zumindest damals ist es heute auch auf mittlerweile 2 Euro, meine ich. Und da kann natürlich die Wertsteigerung auch nicht so hoch sein, weil natürlich jedes Jahr wieder neue Serien gedruckt werden, dann von jeder Saison. Und nicht so wie bei Pokémon, wo schon ein Päckchen dann auch wirklich dann 5 Euro kostet. Und wie du das jetzt am besten verkaufst, wäre nach meiner Meinung nach das Schlauste, dass du praktisch auf eBay das als Auktion reinstellst und dann machst du halt ein Sammelkartenkonvolut und dann kannst du halt hoffen, also da wird es auf jeden Fall dann Leute geben, die darauf bieten, und dann würde ich das Ganze als Gesamtkonvolut verkaufen. Die andere Methode wäre praktisch, dass du alle Karten einzeln reinstellst, also die glänzen, zum Beispiel die goldenen, und die dann bei eBay halt reinstellst. Aber das ist dann eher mühsam, weil man natürlich auch dann wirklich nur diese Karte wird dann halt verkauft, wenn die auch halt einer wirklich dringend dann braucht für seine Sammlung. Dann kannst du dir selber vorstellen, das wird dann schon lange dauern. Ja. Jetzt aber zur Frage, was eigentlich so die teuersten Karten sind. Sind eigentlich die jetzt zum Beispiel in der 2012-Serie, da die du hattest, die du mir geschickt hast, sind das sowas wie Trikotkarten. Also da ist dann wirklich vom Originaltrikot so ein Stück drin in der Karte. Zum Beispiel gibt es das in der Serie von Marco Reus. Die kosten dann natürlich auch schon dann nochmal mehr, weil da auch eine Unterschrift dann auch manchmal drauf ist. Oder halt zum Beispiel von Panini, also die früher die Sticker gemacht haben für die Weltmeisterschaften. Da gibt es dann zum Beispiel dann, keine Ahnung, von der WM 2006 gibt es dann Messi beispielsweise, der kostet dann auch schon seine 20 bis 30 Euro in einem Top-Zustand ungeklebt. Ja, René, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, die Audio ist nicht zu lang. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir da alles geschickt hast. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und freue mich auf das YouTube-Video.
Vielen Dank nochmal für die nette Auskunft. Ich habe dann, wie gesagt, alle Goldkarten rausgezogen. Das sind sogar über 30 und habe dann geschaut, okay, wie viel kriege ich wirklich pro Karte? Sind die schon verkauft worden? Ein paar sind verkauft worden. Ich bin dann immer 20% unter dem Verkaufspreis reingegangen in der Kalkulation, um einfach sicherzustellen, okay, das könnte man eventuell rausholen. Natürlich ist es auch so, wenn es nur ein Sale ist, dann wird es extrem schwer, wenn du zum Beispiel keinen Kartenshop hast, dass du die verkaufen kannst. Und dann ist es besser wahrscheinlich, wenn du, wie der Kollege aus der Beratung sozusagen gesagt hat, hey, hau einen Bulk als Auktion rein, wirst du wahrscheinlich locker mehr wie die 15 Euro bekommen, was ich auch glaube. Aber hier habe ich halt wirklich alles zusammengesucht, jede Karte, um einfach auch den Skill zu entwickeln, jetzt ein paar Karten zu kennen. Natürlich ist der Skill ist jetzt bei 0,1%, ist vollkommen klar, aber so kann man sich nach und nach Skill aufbauen und so würde ich in jede Nische reingehen. Ich habe das hier fertig kalkuliert, kam ungefähr bei 60 Euro raus, habe aber viele Karten gar nicht genommen und viele Karten einfach 2-3 Euro weniger vom Sell und deswegen könnte es möglich sein, hier bei einer Auktion definitiv 30-40 Euro, vielleicht sogar 50 Euro zu ergattern. Das werden wir dann sehen, aber so würde ich es immer und immer wieder machen. Lieben, ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen durchgegangen. Ich habe auch viele Karten, wo jetzt wie ich gar kein selber einfach ohne zu rechnen weggegeben. Und natürlich bei dieser Zahl, die ihr jetzt hier seht, es ist immer nur 1, 2, 3 Sales. Hier seht ihr zum Beispiel bei Stefan Effenberg jetzt 4 Beobachter, letzter Artikel 5,99. Natürlich muss man auch immer den Zustand dann beachten. Das ist ja wie bei den Pokémon-Karten. Der Zustand ist jetzt wirklich nicht schlecht von dieser Karte. Also 5,99 würde ich jetzt nicht rechnen, aber so 3 Euro, 4 Euro könnte man zum Beispiel für diese Karte kriegen. Ich habe mir jetzt die teuersten nochmal raussortiert, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, beim nächsten Mal, wenn ich durchgehe und ich sehe irgendwelche solche Karten, dann weiß ich zumindest mal, okay, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kann man für 1 Euro mitnehmen, weil man deutlich mehr dafür bekommen kann. Das ist immer wichtig. Manche Karten waren auch richtig, richtig teuer. Wie gesagt, Uli Hoeneß 14 Euro, 10 bis 14 Euro. Da habe ich aber auch nur 9 gerechnet. Und es ist wichtig, man muss es verkauft bekommen. Wir werden es so machen, wie unser Kollege gesagt hat, der sich da besser auskennt. Er hat gemeint, ich könnte das Einzellisten, werde ich aber nicht machen. Ich werde für euch eine Auktion auf eBay starten mit allen Karten. Also nicht, dass ihr das kaufen sollt, sondern vielmehr, dass ihr seht, okay, wie nah kommen wir an diese Zahl ran. Ich denke nicht, dass die Auktion 60 Euro bringen wird, aber ich denke, so 40 Euro könnte die Auktion bringen, wenn ich mir das Ganze so anschaue. Das wäre halt der Einzellistingpreis ohne Versandkosten. Versandkosten sind aber überall dabei gewesen, habe ich nicht gerechnet. Könnte man mit viel Geduld erzielen, muss man sagen. Ich habe viele auch viel zu günstig dann hier reingeschrieben oder manche habe ich ausgelassen, wo man vielleicht auch einen Euro oder so kriegt, weil keine Sales da waren. Man könnte eine Variante erstellen, das wäre möglich. Ich kann es technisch jetzt nicht machen, es lohnt sich für mich nicht. Deswegen starten wir eine Auktion auf eBay. Wie gesagt, bietet da nicht mit, sondern schaut einfach, okay, wie nah sind wir auf unserem Sofortkaufpreis. Meistens ist es ungefähr 25-30% von der Auktion darunter beim Sofortkaufpreis. Genau, dafür braucht man nicht warten und dann wird es einen Short geben auf meinem Instagram-Kanal und auf dem YouTube-Kanal, wo ihr dann das Ergebnis der Auktion dann seht. Wir stellen die jetzt ein als Auktion, als Bulk, die hier und dann die restliche Mappe auch nochmal, kann ich euch auch noch kurz zeigen. Es sind natürlich hier auch noch ein paar Karten drin, die auch ein paar Euro wert sein könnten, aber die Goldkarten waren mir jetzt am wichtigsten. Eine sehr, sehr coole Geschichte und so würde ich immer vorgehen. Ich würde mir eine Nische suchen, wenn ich da rein will, was Günstiges kaufen, das war eigentlich Glück, weil der Preis ist jetzt gar nicht mal schlecht für 15 Euro Einkaufspreis, und mich dann rantasten, okay, was ist was wert, was ist nichts wert, auf was muss ich achten, mir Experten dazu suchen. In diesem Gebiet findet ihr, wie gesagt, in Gruppenforen oder ähnlichen Dingen. Und dann einfach eine ganz normale eBay-Preis-Recherche machen, desto mehr Analyse-Tools ihr euch zur Hand nehmt, desto genauer wird die. Und dann entweder Einzellisten, wie gesagt, wenn ich jetzt gerade Anfänger wäre und hätte das Ding beim Flohmarkt geholt, würde ich das alles einzellisten und die andere, der Rest der Mappe würde ich als Auktion reingeben. Das wäre jetzt nur so meine Vorgehensweise. Jeder kann das natürlich anders machen, wie er das halt eben will. Genau, Freunde. Ja, ich hoffe, dieses klitzekleine Video hat euch gefallen, war trotzdem relativ aufwendig, jemanden zu finden, das abzudrehen und so weiter. Deswegen würde ich mich einfach über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Mehr will ich nicht, Freunde, von euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe euch alles unten verlinkt, was wichtig ist, wo ihr die Recherche durchführen könnt. Und ihr seht, wir haben hier einen guten Gewinn rausgezogen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem habe ich es auf Verdacht gekauft. Das will ich auch nochmal sagen. Es hätte auch übelst nach hinten losgehen können, wenn jede Karte 5 Cent wert ist. Dann machst du halt hier gar nichts und hast 15 Euro ausgegeben. Aber 15 Euro kann ich oder ihr oder jeder, glaube ich, verkraften. Ich würde es trotzdem nicht machen, wenn ich nicht euch ein bisschen was weitergeben wollen würde.
weil ich mich in der Nische nicht auskenne. Es ist immer schwierig, in der Nische zu gehen. Und ich habe das auch die Vorgehensweise mitbekommen, wie ich das Ganze mache. Ich gehe da nicht auf eigene Faust rein, sondern ich suche mir als Erster irgendjemanden. Das könnt ihr zum Beispiel auch über Foren machen, über Gruppen. Es gibt auch kostenlose Gruppen, wo ihr dann einfach Experten bzw. Leute finden könnt, die gerne, die meisten, kommt mir halt so vor, sind sehr, sehr hilfsbereit, die helfen euch da weiter. Und so könnt ihr euch langsam in die Nische einarbeiten, eine kleine Investition zu Anfang tätigen, ist immer das Wichtigste, nicht irgendwie für 1000 Euro was kaufen, sondern hier mal für 15 Euro, das kann jeder machen. Und so könnt ihr euch langsam in die Nische einarbeiten. Wenn euch die gefällt, könnt ihr die mit aufnehmen oder vielleicht als Hauptnische nehmen. Um das ging es mir einfach in diesem Video, dass ich euch das weitergeben kann. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video, wo wir schauen, ob Temu was für Reseller ist. Ich habe ein Temu-Paket hier, kann ich ganz kurz noch holen. Eine Sekunde, wo liegt das? Genau, hier, ich habe eine Testbestellung dort gemacht. Und wir schauen da rein, wie lange es gedauert hat, ob die Ware was taugt, ob man es verkaufen kann. Das alles im nächsten Video. Trade-Up und so weiter folgt auch. Da haben wir riesengroße Probleme gerade. Wird eine spannende Geschichte. Bleibt dran, bleibt dabei. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.